Da oben ist irgendwas, also auf jeden Fall ist der Weg bisher so relativ kreuz und quer überall hin. Nein, Finaler, nein. Das ist auch vermutlich die Gruppe, die ich bis zum Ende hin behalten möchte. Also zumindest als Hauptgruppe. Wir werden zwischendurch natürlich noch die anderen dann immer aufnehmen. Die Fähigkeit ist einfach so krass. Wir müssen ja auch noch die persönlichen Quests dieser Mitglieder erledigen. Und da gehört das eben dazu. Hier haben wir einen weiteren Gesang, und zwar den Gesang der Intelligenz. Jetzt fehlt noch theoretisch der Gesang der Geschicklichkeit, um das Trio komplett zu machen. Alle unsere Charaktere sind außerdem eine Stufe aufgestiegen. Für die Kraftwellen muss ich erstmal bis hier oben hinkommen. Das ist natürlich, dauert relativ lange. Jetzt haben wir hier die nächste Tierstufe, nämlich Tier 4, freigeschaltet. Rüstung. Tödlicher Schlag. Ich möchte natürlich... Chance auf Betäuben mit Zweihandwaffe bringt uns nichts. Deswegen können wir das eigentlich lassen. Wir konzentrieren uns mit Waldes eigentlich, mit Eberhard, auf diesen Teil des Skillbaums und vielleicht noch ein bisschen Gesundheit hier, Tapferkeit. Schaden durch Zweihandwaffen auf 55% oder Regenerationsrate von Nahkampfkünsten. Das ist auch cool. So, mit Lodder gehen wir jetzt einmal auf die Betäubung. Brauche ich nämlich auch sowieso, wie ich gerade gesehen habe. Mit Tar konzentrieren wir uns hier auf das Gefrieren dann auch mal. Brauche ich auch für die nächste Stufe der Eiszapfensalve. Und bei Finala, da gehen wir weiter auf die Todesmagie. Oder wir machen erstmal Verwüsten hier eine Stufe weiter. Das brauchen wir ja sowieso. Ja. Ne, ich fand die Kombination immer ganz sinnvoll. Also zwei Magier. Einer davon eben mehr auf Naturmagie, einer auf die Kampfmagie. Ja, Kampfmagie macht, glaube ich, doch schon mehr Schaden als die Naturmagie natürlich. Und die Zauber zielen natürlich auch auf ein anderes Klientel ab, um es so mal zu sagen. Wir haben bei der Kampfmagie eher die Zauber, die die Gegner schwächen. Mit irgendwelchen Mali belegen, whatever. Und bei der Naturmagie ist es eben so, dass das mehr Buffs für die eigene Gruppe sind. Irgendwelche Gesänge, irgendwelche Stärkungsdinger, keine Ahnung. Halt irgendetwas, was unsere Stats in irgendeiner Art und Weise erhöht. Oh, habt ihr die Sense gesehen? Ich meine, das ist ja mal stylisch. Als wäre Tod von Darksiders hier. Wald war Art Lavinia, dieser Schlavinia. Geringe Blitzexplosion. Wäre sinnvoll, wenn wir uns nicht schon entschieden hätten für die Todesmagie. Ein kleines Häuschen zwischen zwei Bergflanken und mitten in der Natur. Klopfen wir doch mal an. Klopf, klopf. Oh, Stiefel. Was haben wir denn da Schönes? Tenas Sanftmut hatte Tar das nicht. Die hat sie schon. Okay. So ein Mist aber auch. Haus des Magros, Eintritt verboten. Aha. Und das entscheidest du einfach mal so, Tooltext. Wie kannst du es wagen? Ja. Das ist offenbar für eine Quest und wir kommen da aktuell noch nicht ran. Da vorne sehe ich schon wieder die nächste Teleportationseinheit. Das ist ein Gesundheitsschrein. Ich weiß nicht, wenn ich mitten im Wald so einen Schrein finden würde, ich würde mich doch niemals da reinstellen, oder? Könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr das machen würdet? Ich meine mal ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
im Mittelalter in so einer Fantasy-Welt einfach zu sterben. Verdammt hoch. Vor allen Dingen, wenn man so verrückte Regenten zwischendrin noch hat wie Waldes. Also ich wäre in so einer Welt auf jeden Fall niemals Postbote. Ich bin viel zu lange draußen. Ich bin viel zu viel unterwegs. Die Chance, von so einem Mordenstreitwagen oder so überfahren zu werden, ist einfach too much. Ah, das war klar, dass die runterkommen. Man hat es schon gesehen auf der Minimap. Für Leute, die auf Details achten. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Turm. Mitten in der Wildnis. Mit einer Truhe, die eher aussieht wie ein, weiß ich nicht, Wäschekorb. Pff. Also diese Eingeborenen hier aus dem Wald, die sehen nicht aus wie jemand, wie Leute, die ihre Wäsche waschen. Oha. Das ist was Böses. Und es ist aber auch sehr schnell tot. Und das trotz fast 4000 Leben. Gut. Ich habe ja schon mal gesagt, dass der Damage-Output definitiv größer ist als mit Wix. War hier hinten noch irgendwas von Belang? Aha. Das brauchen wir dann später, wenn wir am Rennen haben. Und auch hier sollte einer von euch versuchen, sich das zu merken. Was haben wir denn hier noch Feines? Für den einen Quest fehlt uns noch ein Onyx-Fragment. Ich frage mich, wo wir das herbekommen. Oh, 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 Finale. Ach, unser finster Shale da, der schießt auch. Ja, geht gerade. Es wird ja immer fanziger mit den Effekten. Du bist sauer, weil ich dein Scheißzeug aufgehoben habe? Das ist kein Grund, sauer zu sein. Ernsthaft, Leute. Boah, die haben es sich auch gemütlich eingerichtet hier. Feuer brennt noch, es fehlt nur noch Stockfisch. Und eine schöne Klampfe, damit einer irgendwie ein bisschen Musik machen kann und dann geht's los. Atemlos durch den Dschungel. Ich fand jetzt nicht, dass ich viel schlechter war als Helene Fischer. Da hinten ist auch nichts. Wo ist dieses Onyx-Fragment? Ich brauche das, um diese eine Quest abzuschließen. Da sollten wir schon eine Greifenfeder sammeln und noch irgendwas anderes. Das haben wir auch schon gefunden, beides. Nur dieses komische Onyx-Fragment. Vielleicht bin ich auch schon dran vorbei. Zuzutrauen ist es mir, es wäre schade, aber... Nichts Großartiges von Belang, aber die Tränke verbrauchen wir ja sowieso, also können wir sie auch gleich mitnehmen. Mehr Toglocks. Seltener Dornenhammer. Da vorne ist irgendetwas für eine Quest. Für eine Nebenquest. Oha. Die kommen aus dem Baumsturm. Früher oder später kommen sie sowieso alle zu mir, egal welche Route ich nehme. Ja, war doch klar. Taugrim. Oh, das ist Drohne! Man, das ist sogar zwei Sensen.
So, hier vorne ist noch ein Weg. Wie sieht's eigentlich gerade so auf der Map aus? Wollen wir mal schauen. Oh ja, wir haben ein ganz großes Stück freigeräumt. Hier haben wir die Elendu-Inseln, wo wir waren. Und wir kommen jetzt langsam so an das Gebiet der feste Stein, Windstein an. Und dann quasi nur die Berge dazwischen. Eine Höhle voll Wasser. Das geht doch eigentlich. So viel Wasser ist das jetzt auch nicht. Die werden zerstückelt. Das sind ganz schön viele, oder? Regroup. Wir müssen da, glaube ich, vorsichtig sein. Bin ich ins Hintertreffen geraten. Los! Block zu! Also bei meiner Dungeon Siege 1 Gruppe hätte ich jetzt definitiv einige Tode erwartet. Mit Gion und Co. und wie sie alle hießen. Was für ein Geheimnis verbirgt sich in dieser Höhle? Mal abgesehen von diesen fetten Viechern, die irgendwelche Schulterauswüchse haben. Eindrucksvoll ist jedenfalls anders. So viele Pilze. Ist hier wieder so ein Pilzkreis. Sieht fast danach aus. Da ist auch irgendwas. Da oben. Irgendetwas ist da. Der Magrus. Rede mit mir, oh Magrus. Er pflanzt die Pilze hier an, oder? Halt! Wer betritt meine Höhle? Ich bin es, Lothar. Ich suche einen Dieb. Oh! Verzeihung? Lüg mich nicht an. Du hast vor Jahren einen Elben einen goldenen Umhang gestohlen. Das weiß ich, weil ich dann der Tat beschuldigt wurde. Aber ich war es nicht. Richtig? Ich weiß nicht, wovon du da redest. Du verdammter Lügner. Da drüben ist doch der goldene Umhang. Wo denn? Hier? Ich, du... nun, vielleicht hast du recht. Aber niemand wird es erfahren. Weil du dieses Pilzragout essen wirst. Lauf ruhig. Ich werde dich immer wieder finden. Das schwöre ich. Okay. Gott sei Dank wissen wir ja, wo er sich aufhält. Wir waren ja schon bei seinem Haus. Von daher soll mir das eigentlich relativ egal sein. Da haben wir wieder irgendwas. Mit der Quest. Mit irgendeiner Quest. Ja, ich weiß auch nicht, wie er jetzt speziell darauf kam, dass das der Dieb sein soll. Ich meine, gut, er war ein Halbriese. Aber dann hätte er ja theoretisch jeden Halbriesen ansprechen müssen. Du bist Dieb und hast gestohlen. Oh, du. Der geht ab. Und er hasst Anwender von Künsten. Fast alle Menschen sind Anwender von Künsten, aber egal. Oh, Fana-Verteidiger. Lange her. Es war an der Küste von Graylin, wenn ich mich recht erinnere. Der südliche Vailutra-Wald. So.
Auftragsbuch. Lotus untersucht Magros. Natürlich hat er seinen Haustürschlüssel verloren. Wie kann es anders sein? Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir diesen Quest auch gleich. Jetzt, wo noch nicht so viel Respawn hier ist. Da haben wir gerade übrigens dieses Einfrieren gesehen, was wir bei Tar jetzt mal ein bisschen geskillt haben. Also eine 5%ige Chance haben wir, dass wir mit einem Eiszauber dann einen Gegner auch einfrieren. Das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Man kann das noch ordentlich pushen. Bestimmt so auf 20% oder so, dann hätte man bei jedem fünften Treffer tatsächlich einen eingefroren und es wird sich auch die Dauer erhöhen. Momentan ist es ja nur, sage ich jetzt mal, eine Sekunde. Aber in dieser einen Sekunde hat man dann eben halt die Möglichkeit, ohne Gegenwehr Schaden auszuteilen. Und das ist bei einem Spiel, wo der Schaden auch schon krass skaliert, echt wichtig. Ich glaube jetzt, dass wir bei unserem Schwierigkeitsgrad jetzt nicht verlieren würden ohne das, aber es ist halt schon ganz nett, deswegen denke ich, dass man sowas ruhig mal skillen kann. Das gleiche haben wir dann ja im Prinzip mit Lothar und seinen betäubenden Schlägen. Da hat er dann eben eine Prozentchance, dass er die Gegner betäubt, was ja im Prinzip nichts anderes ist als einfrieren. Und das gilt dann auch zu einem bestimmten Prozentsatz und eben zu einer bestimmten Dauer. Ich glaube, beim ersten Mal sind es 3%, haben wir, glaube ich, geskillt. Nicht so viel wie jetzt das Einfrieren, aber auch ganz nett. Ja, mit dem Schlüssel sollten wir jetzt in der Lage sein, die Tür des Magros zu öffnen. Mal sehen, wie wir das lösen wollen jetzt. Du. Natürlich ich! Lodda, warum stehst du so halb draußen? Komm doch mal rein. Ja, abschau. Hab ich dich endlich. Dein zurückgelassener Schlüssel hat es mir leicht gemacht. Verflucht! Tja, so ein Mist aber auch. Der Umhang genügt mir nicht. Du kommst mit und wirst deine Tat gestehen. Niemals! Stattdessen bringe ich dich um. Gute Idee.